und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Und die Herausforderung ist von Null zu Backe, Backe, Kuchen. Das sind meine Uraltfreundinnen Christiane und Mana. Ihr wollt heute Blockflöte spielen lernen? Jawohl. Würdet ihr euch trauen, das im Bekanntenkreis zu erzählen? Also trauen würde ich mich, die würden sich wahrscheinlich wundern. Ja, Blockflöte, oh. Weil viele das so abtun, vielleicht nur wirklich aus Schulzeiten kennen oder ja gar nicht wissen, was man damit eigentlich alles Tolles machen kann. Ihr habt beide lange nicht gespielt oder gar nicht gespielt, ne? Korrekt. Wollt ihr was dazu erzählen, Mana? Ich habe in der Grundschule Blockflöte gelernt und war dann mit 10 auch fertig damit, mit dem Lernen, und habe dann so noch ein bisschen vor mich hingedudelt. Und als ich Vera in der Schule im Gymnasium wieder kennengelernt habe, noch mal ein bisschen angefangen, mehr zu spielen. Und dann erst wieder, als meine Tochter Blockflöte gelernt hat. Und das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Und danach nie mehr in der Hand gehabt. Und Christiane? Also ich habe nie Blockflöte gespielt. Ich habe überhaupt kein Instrument gespielt. Und weiß noch nicht mal, wie ich eine Blockflöte richtig halten muss. Das wird für mich schon die erste Herausforderung werden. Und jetzt sag mal ehrlich, wie ihr früher zu Hause die Blockflöte betitelt habt. Ja, genau, bei uns hieß das einfach Wimmer. Zum Glück hast du mich dann kennengelernt und weißt jetzt, was die Blockflöte kann. Okay, wir werden mal sehen, was wir jetzt mit euch beiden anstellen können. Okay. Sehr gut, ihr stellt euch schon gerade hin. Ihr steht nicht mit dem Gewicht auf einem Bein. Das könnt ihr mal falsch machen. Stellt euch mal auf einem Bein so richtig leger. So. Genau. Mhm. Macht doch mal, wie ihr die Flöte halten würdet. Einfach mal spontan. So. Okay, jetzt sehen wir, du hast die linke Hand oben, Christiane hat die rechte Hand oben. Ist das egal oder wie? Ja, schaut mal so. Also ich würde die rechte nach oben nehmen. Okay, dann mach doch mal alle Finger drauf und vor allem den letzten Finger unten auch, auf das letzte Loch. Ja gut, das ist ein bisschen anstrengend. Ist ein bisschen anstrengend, ne? Genau, deshalb würde ich es doch umgekehrt probieren, weil das letzte Loch natürlich... Das Doppelloch da. Ja, genau, das ist ja eigentlich auf der rechten Seite. Also okay. Linkshänder spielen auch so. Linkshänder spielen auch so, ich bin ja Linkshänder. Eben, deshalb fällt mir gerade wieder an. Man kann auch umgekehrt spielen. Im Allgemeinen spielt man so, hat man sich drauf geeinigt. Rauf auf die Lippe und dann den Mund zumachen. Haltet mal die Flöte nur mit dem rechten Daumen und der Lippe. Nicht zu hoch halten die Flöte, Christiane, sondern wir wollen ja genau so eine Spielhaltung haben, dass wir auch noch in die Noten gucken können. Mhm. Ne? Wunderbar, dann lass mal alles wieder runter, entspannen. Und jetzt macht mal gar nichts. Atmet nur und fühlt mal, ob ihr da den Atem spüren könnt, da hinten. Ja, das dehnt sich aus. Ja. Dehnt sich aus, ja, ne? Dehnt. Wird so. Mal, ja. Sehr gut, ja. Wir machen nur mal so eine Idee von Atem, Atemstütze und sowas, ja. Ihr habt jetzt einfach mal probiert, dass ihr in tiefere Regionen einatmet. Und das ist natürlich wichtig beim Flötespielen. Das ist wie beim Singen. Lasst mal die linke Hand runterhängen, mal gucken, ob der rechte Daumen das alleine schafft und die Finger in der Luft schweben. Ohne zu gucken, sucht ihr jetzt mit dem Daumen der linken Hand euer Loch hinten. Da ist nämlich ein Loch. Geht das mal suchen. Und jetzt noch euren Mittelfinger der linken Hand aufs Loch. Goal. Aufs zweite Loch. So, ganz egal ist es nicht. Eins, warte zusammen. Eins, zwei, drei. Und spielen. Gut, gut, gut. Wir machen das nochmal mit dem ganzen Ensemble. Wie macht man das denn jetzt ohne Flöte? Wir können das singen, ne? Also klingen soll der Ton so. Super! Ja, es geht hier nicht um schön. Es geht nicht um schön singen. Wenn jetzt einer heller klingt, dann ist der Daumen hinten nicht richtig drauf. Du bist. Oh, okay, also nochmal fühlen, ob der Daumen hinten richtig drauf ist. Viel besser. Christiane, pass mal auf, dass du die Flöte nicht zu weit in den Mund nimmst. Also nicht so. Habt ihr jetzt Hü gemacht oder Dü? Dü. Jetzt super.
super schief, ja. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das wegkriegen. Wichtig ist, dass ihr gut einatmet. Also wir haben jetzt noch keine Atemstütze aufgebaut. Das wird ja immer besser mit der Zeit. Wir haben ja auch nur heute. Ja. Sonst blast ihr nämlich viel zaghafter, als ihr normalerweise jetzt spielen möchtet. Und dann ist das Bild verfälscht. Mit Dü, ne? Nicht Hü, sondern Dü. Klappt das mit dem Dü bei dir so richtig in die Flöte? Nee, ist doch so richtig nicht. Mach's mal ohne Flöte. Und jetzt die Flöte einfach mit dazu nehmen. Das ist es, Christian. Ja! Oder sowas. Du hast das gehört, der Ton war höher. Was kann man dann machen? Den Daumen wahrscheinlich noch fester, oder? Den würde ich immer locker lassen. Jetzt denken wir mal an Physik, da bist du viel besser als ich. Wenn das Rohr länger ist, was passiert dann mit den Schallwellen? Als wenn es kürzer ist. War das jetzt gut gefragt? Also Physik ist nicht mein Fach. Dünnes Eis. Das ist, aber ich glaube... Ja, auseinanderziehen, weil dann wird unser Rohr länger, dann wird der Ton tiefer, weil die Schallwellen länger brauchen, einen längeren Weg zurücklegen. Mhm. Genau. So, also wenn du ein klitzekleines Stück rausziehst, so einen halben Millimeter, das Kopfteil, Manar natürlich nicht, dann müsstest du dich angeglichen haben. Das probieren wir jetzt mal aus. Kann sein, dass es jetzt zu viel ist, dann wärst du jetzt tiefer. Schauen wir mal. Gut, ja, ziemlich gut. Ja, könnt ihr euch drauf die Schulter klappen. Sehr gut. Das war das C. Jetzt brauchen wir nur den Daumen ganz wegzunehmen hinten. Dann haben wir das D. Das ist schon der Anfang von Backe, Backe, Kuchen. Ja. Genau. Also machst du jetzt den Wechsel C, D? Oder? Erstmal C, zweimal C, und zweimal C, zweimal D. Und guck mal, dass die nicht mit fest hat. Ja. Schön da unten rein. Ja, dann ist das ist schwer, den Daumen loszulassen. Ja. Und jetzt in die Flöte rein, mal nur die Christiane. Das ist aber jetzt mehr Gü, 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 Gü. Dann muss ich wirklich mit der Zungenspitze das Ganze machen. Jawohl. Und wie geht's dann weiter? Ne? Guck mal, dass du deine Arme ein bisschen locker... Genau. Das ist uns zu weit fortgeschritten, wenn wir spielen. Backe, Backe, Kuchen, der. Das wäre nämlich ein tiefer Ton. Ne? Wir machen das einfach mit drei Tönen. Du kannst das schon. Du bist natürlich. Das ist ein Riesenvorteil, ne? Du hast natürlich früher schon mal gespielt. Ja. Aber Christiane, dickes Lob, du machst das total super für jemand, der wirklich noch nie eine Blockflöte in der Hand gehabt hat. Ganz klasse. Und so weiter. Der nächste wäre dann das A, wo der Zeigefinger auch noch mit drauf fällt. Ach, das kommt dann oben. Das kommt dann oben drauf, genau. 3, 4. Variierte, dann muss die Zunge arbeiten, ne? Ist eine gute Idee. Ja, ja, die Zunge muss was tun jetzt, ne? Wie beim Sprechen. Wo stößt denn die Zunge beim Sprechen an? An die Zähne. Genau, hinter die Schneidezähne, ne? Mit der Zungenspitze. Jetzt machst du es aber mit der Luft. Jetzt machst du... Du hast so einen konstanten Luftstrom, musst du dir vorstellen, und der wird immer unterbrochen von der Zunge. Mhm.
versuche mal eine zweite Stimme dazu zu spielen. Super. Schultern hängen lassen, genau, entspannen. Moment, da genau sind welche undercover. Ja, das ist mit den Tönen noch schwierig. Ne? Also ich weiß nicht, wann ich das A machen muss. Genau, das kannst du hören. Spiel mal nur ein A. Jetzt spiel mal ein C und ein D und dann sagst du, was war der tiefste? Das A. Backe, backe, Kuchen. Dann, wenn es runter geht, dann kommt das A. Bei mir ist die Konzentration, ich müsste eigentlich den Kopf mal loslassen. Das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich zu viel denken will. Dass mir so ein bisschen das Gefühl noch fehlt. Genau. Pfeffer und Salz. Nee, was ist drin im Kuchen? Oh, Mehl. Zucker und Mehl. Quizfrage, wie viele Ds waren da jetzt? Viele. Nee, nicht viele. Was meinst du, wie viele Ds? Vier oder drei? Müssen wir nochmal machen. Dann, wenn eure Stimme schwierig in die Höhe kommt, dann geht immer gut in die Höhe. Ich habe das nicht schwierig. Natürlich nicht. Ja! Ja, bravo! Jetzt wisst ihr, es ist nur ein einziges Mal für zwei Tönchen der Daumen weg. Nur an einer Stelle mache ich, ne? Und sonst ist es immer C und A jetzt abwechselnd, ne? Du kannst hier so ein bisschen offener lassen, ein bisschen entspannter, als ob ich da noch eine Flöte durchmache. Ja, perfekt. Perfekt, 50% hatten wir oder mehr. Könnte da jemand sagen, wie die Töne heißen von dem Safran macht den Kuchen Gel? C, C. A? Nee. Bei Gel ist A. C, C. Du, 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 du. 2D. Genau, und dann? C, C, D, D, C, C, D, D, C, C, A. Also für ein allererstes Mal top gemacht. So, also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie war das jetzt für euch? Ja, das war richtig schön und ich habe mich gewundert, dass es noch so gut funktioniert nach so vielen Jahren. Also irgendwie da blind da auch hinzugreifen und ich habe jetzt Lust nochmal weiter zu spielen. Also ich hätte nachher gern noch ein bisschen Flötenunterricht. Hat viel Spaß gemacht. Wirklich sehr schön. Ja, also als ganz unbedarfter Spieler muss ich sagen, es hat mir auch echt Spaß gemacht. Bei mir habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich dann viele Komponenten, die halt zusammenkamen mit dem richtigen Atmen, mit dem Zunge anstoßen und so. Und die Kombi aus allem zusammen war für mich jetzt am Anfang ein bisschen schwierig. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen vom Kopf loslässt und so, dann kommt es auch alles von wirklich alleine. Super. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr hättet gleich Lust weiterzumachen nächste Woche nochmal ne? Das ist vielleicht interessant für Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch früher mal gespielt haben oder die wirklich bei Null anfangen möchten. Ne? Was würdet ihr denen jetzt nach eurer Erfahrung heute in der ersten Stunde so als Tipp geben wollen?
Boah, also einfach ausprobieren, das Ding in die Hand nehmen und sich drüber freuen, dass man auch, wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse hat, da ganz schnell auch wieder rankommen kann, glaube ich. Ich meine, es waren jetzt nur 3 Töne, aber ja, vielleicht ergibt sich alles andere dann auch weiter. Ich hatte ja wirklich nur wenig Unterricht so und ausprobieren, weil es Spaß macht einfach, genau. Ja, ich denke auch ganz locker und entspannt an die Sache halt ranzugehen und einfach laufen zu lassen und ja, auszuprobieren. Super. Und was sagt ihr zum Image der Blockflöte? Mal angenommen, ihr würdet jetzt Blockflötenunterricht nehmen, ihr würdet anfangen, Blockflöte zu spielen. Würdet ihr euch trauen, das im Bekanntenkreis zu erzählen? Also trauen würde ich mich, die würden sich wahrscheinlich wundern, weil ich erzähle ja auch manchmal von dir, ja, ich habe eine Freundin, die ist Musikerin, was macht die denn? Ja, Blockflöte, oh, so. Das ist halt immer noch vom Image schwer, aber das ist mir ja egal. Also wenn es mir Spaß macht, ist ja wurscht, was ich spiele. Und wenn ich, weiß ich nicht, Quertrompete spielen würde oder keine Ahnung. Ja. Ja, ich denke auch, also klar würde ich das erzählen, weil ich finde, das ist ja auch ein tolles Instrument und es wird halt total unterschätzt, denke ich auch mal bei den meisten, weil viele das so abtun, vielleicht nur wirklich aus Schulzeiten kennen oder ja gar nicht wissen, was man damit eigentlich alles Tolles machen kann. Sehr schön, das freut mich sehr. Also ich würde sagen, Wimmerhölzchen ade. Und ja, also nochmal vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben das genossen und sind jetzt voll inspiriert. Ja, super. Wir danken also, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euch auch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.